Und hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate. Let's Play natürlich. Ja, wir sind hier in der Mine. Sklaven sind befreit. Fallen sind keine da, wie es aussieht. Okay, da sind ein paar von denen. Komm, einer wie? Einer gegen alle. Die sind ja... Oh je. Zack. Dein Langschwert plus 2 ist. Mal sehen, wie das aussieht. Na, lieber das. Ich glaube, das bringt mehr. Aber ja, ich mach mal hier ein. Oh, ich könnte sie mal holen. Sie kann dann auch mal was töten. Sehr wohl. Was kann ich für euch tun? So, der steht mal nur da. Jetzt rette ich die Lage. Ja, jetzt konnte ich ja auch mal ein bisschen was machen. So. So, damit hat sie auch mal ein paar Tötungen vollbracht. Womit kann ich dienen? Wenn's unbedingt ein bisschen schneller, sehr wohl. So. Ein paar Pfeile, die sollte ja eigentlich mal Imoin und so weiter geben. Etwas Unnatürliches. Aber ich finde schon interessant. Jetzt komm. Also hier sind auf jeden Fall schon mal die, ja, die Massenwachen, die wo die Sklaven wahrscheinlich unterhalten sollten oder unter Kontrolle halten sollten. So. Mich kümmert's nicht. Hier lang. So, sie hat noch keine Fallen gefunden. Das ist gut. Okay, dann. Die Rüstung, wer hat die? Das hat nämlich schon mal jemand. Egal, gehen wir es ihm. So. Ne, das ist auch Arkan. So, er macht seine Taschen einfach leer. Bald müssen wir mal wieder Sachen abgeben. Ah, das sind glaube ich dieselben. Trank der Lebenskraft. 15 Phasen trinken auf 18. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht für sie. So. Wenn da Imoin nichts findet, machen wir einfach mal die Sachen auf. Kiste geöffnet. Kannst du auch gleich hier rüber und nimmt dich mal Jahira mit. Jetzt doch was passiert. Die Typen sind nicht ganz arm. Wenn wir in Baldur's Tor sind, dann haben wir immens viel zu verkaufen. Ich hab genug davon. So. Nicht nur zu verkaufen, wir haben auch immens viel zum. Führt meine Hand. Zum Kaufen. Wir haben genug Gold zum Kaufen jetzt, meine Herren. Das ist echt. Und in Baldur's Tor, da gibt es bestimmt Sachen, die auch interessant für uns sind. Ah, okay. Was ist denn das hier nochmal? Schutzformel gegen Untote. Okay. So, und die Pfeile kann er verteilen, weil die brauchen ja eh die ganze Zeit Pfeile, haben wir ja schon, habe ich ja schon öfters gesagt. Die essen die Pfeile geradezu auf. Wortwörtlich. So, du kannst die nicht lesen, deswegen muss sie es versuchen. Wenn sie es nicht schafft, dann kann immer noch Imoin versuchen. Okay, das schlug also fehl. Die Taschen sind proppevoll. Okay, dann gehen wir mal weiter. Zum Glück haben wir den Beutel für die Edelsteine. Ich glaube, wenn wir den nicht hätten, dann
wären so ziemlich am Sack. Beziehungsweise dann könnten wir ziemlich wenig mitnehmen. Was kann ich für euch tun? So. Womit kann ich dienen? Sehr wohl. Dann rennen wir mal hier noch nach hinten. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Schön für euch, ich hab genug so. Davon. Was sucht ihr in meinem Zimmer? Bla bla. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Untote Bannen. Schon gut, schon gut. Und ob das gegen die Viecher was gebracht hätte? Okay. Da gibt's nur das mittlere und da sind zwei Fläschchen drin. Wir nehmen einfach alles mit. Oh, Magiebann. Das ist gut. Ich hab genug davon. So, mal sehen. 1, 2, 3. Das ist immer mit diesem Fallen entdecken dauert so etwas. Was kann denn so unbedingt sein? Sie kann das nicht trinken, aber eher. Ein bisschen schneller, schon gut, schon gut. Na, dann holen wir mal die ganze Gruppe ran. Weil das sieht mir irgendwie schon ein bisschen nach. Ah, okay, das sind. Das sind, Dummies. Und die tragen Rüstung. Und einer davon hatte sogar eine magische. Sollen wir mal sehen. Normale Schilde. Magisches Schild. 6 Waffen, wie auf dem Tisch zu sehen sind. Ein Haufen Speere. Wurfwaffen. Ja. Also allein das zu verkaufen bringt ja schon Kohle. Was kann schon gut, schon gut. So. Ich hab Angst. Das ist ein Magier. Ja, da ist ein Hobgoblin, den erledigen wir mal. Alles hier ganz alleine. Einer wie ist verwirrt. Zum Glück ist niemand in seiner Nähe, weil sonst würde er anfangen, die zu hauen. Ihr habt eine Aufgabe? Ich hätte Magie bannen, aber ich glaube, in der jetzigen Situation langt's, wenn ich das so behalte. Problem ist, ich muss ja Hira vorschicken, damit die dieses Ding bauen. Die Spiegelbilder. Aber ich muss warten, bis einer wie wieder fit ist. Gut. Wie ihr wünscht. Womit Glenz unbedingt sein muss. Okay. Zu Befehl, wie ihr wünscht. Ein bisschen sehr wohl. Ein guter Platz für ein für die Gruppe. Was kann ich sehr wohl? Scheiße. Ah, dieser elende Blitzzauber. Der regt mich auf. Okay. Ich hab hier geladen. Kurz nachdem ich unten war. Da gab's nicht viel, da konnte man fast nur durchstürmen. Oder ne, 65, 23, ja, Anfang der Folge. Was super. Naja, egal, ich weiß ja wenigstens, dass nichts los ist. Womit kannst du unbedingt? Aha, bleib zurück. Ihr wünscht. So. Ich verstehe. Jetzt, ich will, dass du hier vorkommst. Oh. Und dann hier dein Feuerball reinholen. So. Jetzt kann der Rest nachkommen. So, einer hat's überlebt. So. Was kann ich schon gut, schon gut? Zack, zack.
Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja, genau, das hättest du tun sollen, aber wir haben es gekonnt verhindert. So, nicht verschlossen. Dann gehen wir da rüber. So, verschlossen. Zurück. So. Ein bisschen sehr wohl. Ja, jetzt ist wieder eben die ganze Sache mit den Sachen hin und her schieben. Aber jetzt geht's ja schneller. Jetzt wissen wir ja, was wo los ist. Womit kann ich dienen? Schon gut, schon gut. Wobei ich immer noch hier jetzt gucken muss, welche Sachen ich. So. Ist erstmal das. Welche war's? Die hatte das. Und das zweite natürlich. Gut. Dann hier noch vorbeigucken, weil die haben auch immer Sachen. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Schon gut, schon gut. So. Sehr wohl. So, zack, zack, zack. Nächstes Mal machen wir gleich das. So. Das nehme ich jetzt mal als die Hälfte. Ich werde langsam immer vergesslicher. Ja, elender Alzheimer. Es wird langsam immer schlimmer. Ich vergesse immer wieder die Zeit einzustellen. Meine schöne Aufnahme hier. Ich hoffe überhaupt, dass. Ja. Ich habe mich schon gefragt, was mache ich bei der 100. Folge? Ich bin nicht so gut im Schneiden. Sonst hätte ich eine Zusammenfassung aller getöteten Feinde gemacht. Aber das. Ja, das auch, da hat er was. Aber das wäre, glaube ich, zu viel, beziehungsweise nicht so schnell möglich. Hier, halt die. Du kriegst auch gleich mal ein paar andere, damit du das Taschen voll hast. So. Okay. Welche Zauber haben wir denn da? Schlaf und dieses Schild. Na. So. Also. Zwei Schriftrollen, die wir nicht identifizieren können, und das. Womit kann ich dienen? Tja, das ganze Ausmisten müssen wir auch mal machen. Ihr habt jetzt rette ich die Lage. Was kann ich für euch tun? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Meine Hoffnung hat funktioniert. Und der Rest kann eigentlich auch mitmachen. Dann geht das Ganze nämlich um einiges schneller. So. Dann aber erstmal gucken. Wir haben hier nämlich noch diese Bogenschützenleichen. Okay. Puh, immer mehr gehen. Das ist langsam echt viel. Der verballert ja alles wie nichts, haben wir ja schon gemerkt. Und da. So. Womit okay. Schon gut. Wer hat eigentlich die Schuhe, die Elektrizitätswiderstand geben? Da. Elektrizitätswiderstand 50%. Hat da noch jemand was? Nee. Aber die gebe ich ihm mal. So. Ein bisschen, wenn's unbedingt sein muss. Ja, ist die schon von langsam? Nee, die hat einfach nur keine Geschwindigkeit drauf.
bin ich hier einfach hinweggelaufen. So, zerhack ihn. Und Mera, du hast mal... Du hast einen glorreichen Auftritt. Du darfst... Okay, was steht da? Generische Hauptgoblin verursacht Schaden. Hauptgoblin Rettungswurf gegen Tod, Vorwärtsmarsch, attackiert Nera. Magie bannen hierhin. Was Quinz unbedingt sein muss? Was ist es diesmal? Jetzt rette ich die Lage. Womit Quinz? So. Das. Melchsäurepfeil, das war jetzt nicht super. Aber wir haben es zumindest geschafft, diesen Blitz zu entkommen. Jetzt rette ich die Lage. Ja, Säurepfeil wirkt noch nachträglich ein bisschen. Okay, dann mal Böses entdecken. Ja, verdammt. Warum sehe ich da jetzt nicht mehr? Böses entdecken, einer wie? Da ist nichts Böses da, oder wie? Sehr wohl. Es ist aus, ihr werdet so. Natascha. Was kann ich für euch tun? Komm. Jetzt, jetzt scheint sie ja die Zauber so verbraucht zu haben. Ich bin Selune, ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ein bisschen schneller, wenn ich gut, was kann ich für euch sagen? Womit kann ich dienen? Da, das ist unerwartet. Wenn niemand besser geeignet ist. Und ja. Das sind zumindest mal ein paar neue Zauber für sie. Das ist gut. Hier, das ist das. Stinkende Wolke haben wir jetzt gar nicht einsetzen müssen, aber. Ja, plündern wir die mal aus. Ey. Ich bin schon wieder so wortkarg. Ja. Ein bisschen schneller, wenn ich bin, zum haben wir es geschafft, diese Magierin zu besiegen. Aber einer wie hat es arg mitgenommen, wie es ausschaut. So. So. Und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, was in diesen Tischen drin ist und was, ja, was Nera lernen kann. Bis dann!